Guten Abend und ganz herzlich willkommen in der Zentralbibliothek. Das ist heute ein Abend, auf den wir uns ganz, ganz lange gefreut haben. Leider hat uns ja nun Corona und die neuen Regeln und die Gerüchte um die neuen Regeln etwas dezimiert hier. Ich freue mich trotzdem riesig, dass Sie da sind. Wir feiern heute Wolfgang Hilbig und sein umfangreiches Werk. Er wäre ja 80 geworden dieses Jahr und ich erinnere mich gern an diesen sprachgewaltigen, wunderbaren Dichter. Kleine Anekdote aus dem Bibliotheksalltag. Wir haben den Band 7 der im Fischer Verlag erschienenen Werkausgabe jetzt gekauft im Juli. Ich habe mir den gleich ausgeliehen, der ist ja sehr dick und kostet auch einiges an Geld und habe gemerkt, das schafft man nicht in 4 Wochen, das ist ja oft, was einem in der Bibliothek passiert. Und dachte, ich verlängere den und dann musste ich feststellen, das geht nicht, da hängen 4 Vormerkungen dran. Also das ist dann wieder mal so ein Moment, wo man doch mal auf Dresden stolz sein kann. Ich konnte Wolfgang Hilbig auch selbst kennenlernen und genau das wird auch diesen Abend färben, weil sowohl Dieter Kalker, der heute die Musik machen wird, und am Bandonion, er ist auch Autor, Übersetzer, und ich denke, ein Leben lang Musiker, Liedermacher. Für die Texte zuständig ist Michael Hamidner, der Ihnen sicherlich auch bekannt ist als jahrzehntelanger Kulturredakteur beim MDR, damals noch Figaro. Als Journalist und Literaturwissenschaftler ganz umtriebiger Organisator, was man bei Dieter Kalker auch sagen kann. Beide haben viele Dinge organisiert, auch Theater gemacht. Bei Michael Hamidner ist natürlich immer noch der MDR-Literaturpreis, der ja viele wirklich tolle Schriftsteller und Schriftstellerinnen hervorgebracht hat, ganz wichtig. Und ja, beide hatten eben auch viele persönliche Begegnungen mit Wolfgang Hilbig. Und ich denke, den beiden geht es eben auch wie uns in der Bibliothek, dass wir einfach das lebendig halten wollen, was Hilbig geschrieben hat. Er ist ja jemand, wo ich immer denke, in dieser riesigen Literaturflut heutzutage, es gibt Dichter, die wollen schreiben und es gibt Leute, die müssen schreiben. Es ist ihr Ausdruck, es ist einfach ihre Art, mit der Welt zu kommunizieren, es ist ihre Art, Dinge zu sehen, und da ist mir Wolfgang Hilbig ein ganz wichtiger, und ich denke, jetzt sollte man den schönen Abend nicht mehr zerreden, und ich freue mich sehr, dass Dieter Kalker und Michael Hamidner bei uns heute hier auf der Bühne sitzen können. Herzlich willkommen und Ihnen allen viel Spaß. Ja, recht herzlichen Dank für die Worte, die in der Tat sehr dicht an Wolfgang Hilbig herangeführt haben. Wolfgang Hilbig ist 2007 gestorben, im Alter von 66 Jahren, und das ist ja noch nicht so lange her, es sind 14 Jahre, und in der Tat ist es so, dass wir aus persönlicher Erinnerung an ihn sprechen können. Sie haben das auch ja benutzt, und zugleich merken wir natürlich auch, wie der Abstand zu ihm größer wird und wie ein solcher Abend schon auch dafür da ist, Leserinnen und Leser, die mit ihm und seinem Werk nicht so vertraut sind, für ihn zu gewinnen. Also hier ist immer beides, schon die Erinnerung an jemanden, den man noch gekannt hat, und vielleicht auch der Versuch, jemanden vorzustellen, den man lesen sollte. Dieser Band 7, von dem Sie sprachen, ist der letzte Band seiner Werkausgabe. Es sind jetzt immer weniger Schriftsteller schon aus wirtschaftlichen Gründen, die eine Werkausgabe bekommen, und Wolfgang Hilbig hat sie bekommen. Ja, wo anfangen? Also was ich machen möchte, unterstützt mit der Musik und auch mit einigen Informationen vom Dieter: ich will über Wolfgang Hilbig plaudern, erzählen und gleichzeitig Texte von ihm lesen. Ich werde natürlich darüber sprechen, was mich an ihm so fasziniert, und da gibt es ja zunächst einmal dieses große Rätsel. Jemand, der in einem Arbeiterhaushalt geboren wurde
wo es auch keinen Vater mehr gab. Der ist im Zweiten Weltkrieg vermisst worden. Und es geht nicht nur darum, dass es ein Arbeiterhaushalt war, aber der Großvater von ihm, der sich dann auch ein wenig mit um die Erziehung gekümmert hat, war Analphabet. Er kam aus Polen, gehörte zu denen, die als Bergleute geholt wurden, nach Meuselwitz in dem Fall. Meuselwitz, heute Thüringen, früher Bezirk Leipzig, also an der Grenze so von Leipzig aus 40 Kilometer, 35, so 35, 40 Kilometer, der nur 8 Klassen zur Schule gegangen ist. Mit 14 war Schluss. Und seine Mutter war auch nicht geneigt, mit ihm darüber nachzudenken, ob man noch eine weiterführende Schule besucht. Der auch später also nicht irgendwie ein Literaturinstitut besucht hat. In Leipzig gab es ja das Literaturinstitut Johannes Erbecher, heute das Deutsche Literaturinstitut, nichts. Und der, das kann man sagen, einer der größten Dichter deutscher Sprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geworden ist. Und das Wort Dichter kann man noch ergänzen, immer indem man sagt, Dichter der Moderne. Eine große Rolle dabei hat gespielt, dass er selbst ungeheuer viel gelesen hat. Also darüber sage ich dann nachher noch ein bisschen was, auch was er gelesen hat. Aber also ein Stückchen seiner Schule war, also seiner Schule zur Literatur, war das viele, viele Lesen. Und die Bücher standen nicht zu Hause. Seine Mutter ist Zeit seines Lebens, vielleicht ganz am Schluss, soll man sie mal auf, bei einer Lesung von ihrem Sohn erlebt haben, stand der Sache sehr distanziert gegenüber. In unserer Familie gibt es keine Schriftsteller, was soll das? Ja, und meine, wenn das ein Beweis der Größe ist, also diese Werkausgabe, habe ich gesagt, meine Begeisterung, Dieters Begeisterung auch von Ihnen, die ja doch einiges von ihm kennen, aber er ist auch Büchner-Preisträger. Er hat 2002, das ist ja die renommierteste deutsche Literaturauszeichnung, den Georg-Büchner-Preis bekommen. Ja, so wie hier aus Dresden auch Marcel Bayer und noch ein paar Dresdner, ja, Durst Grünbein. Aber jedenfalls Wolfgang Hebig auch. Großer Mann. So, bevor ich noch mehr erzähle, fange ich mal an und lese ein Gedicht. Das ist vielleicht auch das populärste oder das, in manchem Sinne auch das schönste. Und viele Gedichte von ihm sind auch gar nicht so unbedingt für einen öffentlichen Vortrag geeignet, weil man sie nochmal nachlesen muss, nochmal ein drittes Mal lesen muss und so. Dieses vielleicht nicht, das heißt Episode. Im düstern Kesselhaus im Licht rußiger Lampen, plötzlich auf dem Brikettberg saß ein grüner Fasan, ein prächtiger Clown. Silbern und grün, den leuchtend roten Reif am Hals, mit unverwandtem Aug, mit dem großen gelben Schnabel aufmerksam zielte er auf mich. So war er herrlicher und schöner als ein surrealistischer Regenschirm auf einer Nähmaschine, wie er dort saß und furchtlos verirrt auf seinem schwarzen Gipfel. Konversation fand nicht statt. Ich bewegte mich und er flog davon durch die offene Tür. Doch von weit her den Geruch der Sonne, den Duft seines farbigen Gelächters ließ er hier in der Nacht. Und ich verwarf alle Mühe, das Leben mythisch zu sehen. Und als das Kausalgrinsen meines Kopfes von Energie und Frost gefressen in die Nacht verschwand, glaubte ich nicht mehr an den Untergang der Wahrnehmungen in der Finsternis. Tja, über dieses Gedicht lässt sich ein bisschen was sagen, ich will es auch gar nicht so sehr ausdeuten. Heizer, und dies ist ja die Perspektive eines Heizers, eines Kesselhauses, der Begriff fällt ja, ein Brikettberg, war Hilbig. Und er sieht dann einen
Fasan, der durch eine offene Tür reingekommen ist oder durch einen sonstigen Kohleschacht, wo die Kohle antransportiert wurde oder die Asche oder so. Jedenfalls irgendwie ist er da reingekommen. Und er macht was mit dem lyrischen Ich. Das sagt nämlich, dieses Erlebnis hat mir geholfen, das Leben nicht immer nur mythisch und verquält zu sehen, sondern ich war Zeuge eines Wunders. Und sagt er dann auch am Schluss, ich glaubte nicht mehr an den Untergang der Wahrnehmung in der Finsternis. Also das hat etwas mit ihm gemacht. Und wie das immer so ist in der Literatur, ein Fasan auf dem Parkettberg im Kesselhaus, hat der eine tolle Fantasie. Nein, das ist passiert. Also das hat er dann erzählt, Wolfgang, dass das wirklich passiert ist. Das hat er sich nicht ausgedacht. Aber das ist jetzt nur eine Zusatzinformation. Man kann natürlich auch diese Fantasie loben. Aber oftmals sind so, das geht mir in der Literatur oft so, wo man denkt, wie kann der darauf kommen? Naja, das Leben ist auch sehr fantastisch. Ja, Heizer. Also das nochmal dazu gesagt, also 41 geboren und er hat dann Bohrwerksdreher gelernt und da war dann irgendwann mal, war vielleicht mal wieder ein verdammt harter Winter, ist die Betriebsleitung durch die Abteilungen gegangen, auch da, wo die Werkstatt war für die Bohrwerksdreher und hat gesagt, so, wir brauchen Heizer. Also du und du und du. Ihr macht das jetzt mal 3 Monate, kommt dahinter wieder zurück. Wir haben nicht genug Heizer. Er hat es auch gemacht, er musste das machen, aber nun war der Protest auch nicht so groß. Das muss ja auch manchmal sein, wenn da tatsächlich Stellen nicht besetzt werden können. Aber das Besondere war, nach den 3 Monaten hat er gesagt, ich gehe aber nicht zurück. Er ist dort geblieben, weil das hatte was für sich. Das war abgeschirmt, es war Nachtarbeit, die ihm sowieso ganz recht war. Und er konnte die Tür zumachen und er hat dann auch ein Schild dran gemacht. Also hier darf nicht gestört werden, also da musste man auch klopfen. Und das war für diese Doppelexistenz als ein Arbeiter und als ein Schriftsteller für ihn sehr gut und sehr günstig. Und wie gesagt, er hat sich darauf eingelassen und hat das auch gemacht. Vielleicht sollte man das noch wissen, bevor wir jetzt noch ein paar Texte hören und dann auch etwas Musik. Wolfgang Kilbig war jemand, geboren am 31. August 1941, der sich, also mitten im Krieg, der sich immer dieses Geburtstags bewusst war, dieser Zeit. Er kann ja gar keine Schuld auf sich geladen haben, wie die Generation der Väter, sein Vater, wie gesagt, vor Stalingrad. Kann er ja gar nicht vom Alter her. Und doch hat er als Deutscher sich gesagt, das waren Deutsche, die das gemacht haben. Und er hat diesen Terror des Krieges und den Holocaust als ein Teil seiner Biografie begriffen. Und das spürt man dann auch später den Texten an. Er wusste auch ganz genau, was am 31. August 1941 im Krieg geschehen ist. Er wusste, dass am 3. September 1941 in Auschwitz zum ersten Mal Zyklon B eingesetzt wurde. Er wusste von einem Massaker, das Deutsche am 31. August an Juden verübt haben. Also das war ein Teil seines Empfindens. Und das ist etwas, weil wir uns heute manchmal fragen, wie gehen wir damit um? Es liegt schon so weit zurück, wir waren nicht dabei, wir konnten das weder verhindern. Aber für ihn war das etwas, was ein Teil der unabgegoltenen Schuld war und blieb. Ja, dass ich ihn als Literaturkritiker kennengelernt habe, das versteht sich. Ich habe einige Sendungen mit ihm gemacht, große Sendungen, dieses Lesecafé, 1,5 Stunden. Ich habe ihn dann, zu dem Zeitpunkt hatte er wohl schon in Berlin gewohnt, auch nach Hause gefahren, von Leipzig nach Berlin. Also in meinem Auto ist noch nie so viel geraucht worden wie bei dieser Fahrt. Ja, warum nicht?
Das hat mich gar nicht gestört, aber die Zigarette ging nie aus. Und er war auch jemand, der, also ich habe seine Stimme jetzt sofort im Ohr, wir werden sie nachher auch nochmal hören, so eine verkratzte Stimme, die sicher auch mit dem Rauchen zu tun hatte. Und er war jemand, der sich jedes Wort ziemlich genau überlegte. Also da konnte man, und das ist bei einer Radiosendung gar nicht so einfach, da konnte man eine schöne Frage stellen, von der man glaubte, es sei eine schöne Frage und hatte die dann gestellt. Und dann guckt er einen groß an, das sieht man im Radio nicht, da ist dann nichts zu hören. Und dann sagte er, ja, dann hast du die nächste Frage gestellt. Aber das kam dann auch in Bewegung. Ich will das jetzt gar nicht zu stark erzählen. Aber es war oft sehr mühsam, ihn ins Sprechen zu bringen. Hilbig war übrigens kein besonders guter Schüler. Er hatte in der 6. Klasse zum Beispiel die schlechtesten Noten und den Eintrag auf dem Zeugnis, er macht so gut wie nie seine Hausaufgaben. Gleichzeitig schrieb aber er schon damals, 6. Klasse, wie besessen Geschichten. Und zwar fantastische Geschichten, Abenteuergeschichten, Westerngeschichten, Cowboygeschichten. Eigentlich das, was wir früher, weiß nicht, ob der Begriff heute noch verwendet wird. Ja, heute geht das so in Richtung Comic, klar. Aber früher nannte man das Schmöker. Und sowas hat er verfasst. Und das hat er dann abends bis in die Nacht rein geschrieben. Und am nächsten Tag hat er das auch teilweise in der Schule verkauft. Also da sehr viel Ehre eingelegt und auch etwas Geld daraus gezogen. Er hat dann später natürlich darüber gesprochen und hat gesagt, natürlich war das noch keine Literatur, darüber brauchen wir jetzt gar nicht reden. Das Einzige, was wir daraus entnehmen oder was ich daraus entnehme, ist diese Besessenheit. Er musste das schreiben. Aber er hat dann immer gesagt, das waren Texte, die waren die blanke Nachahmung. Und Literatur fängt da an, wo es keine Nachahmung mehr ist. Und das war aber noch Nachahmung. Ja, und das hat sich dann immer weiter bewegt und weiter bewegt, hat sich auch stark in die Romantik hinein bewegt. Eine der ersten großen Werkausgaben, die er sich von seinem, weiß jetzt nicht mehr, ob es Lehrlingsgeld war oder das erste Geld, was er als Dreher verdient hat, hat er sich eine Ausgabe von E.T.A. Hoffmann gekauft. Das war für ihn ein Fixstern am Literaturhimmel. Jetzt noch, bevor wir dann die Musik hören, noch mal drei Gedichte. Das Ende der Jugend. Das ist ein Sonett. Das Ende der Jugend. Es kamen schwarze Sommer bald und selten rote Sonnen. Wolken waren gelbliches Gewüchs und lang vergeblich glaubte ich noch, ich ertrüg's. Dächt ich mir heitere Sommer über meine Welten. Und letztlich schwände dies mit den Oktobern, doch eines Morgens war ein Raureif in das Laub gefressen und ich erschrak, vergaß mich. Im Vergessen begann die Kälte meine Angst zu erobern. Seitdem vergesse ich, dem Winter zu entkommen, versäum die Pflicht, die jeder Tag mir auferlegt, die Sonnen, die im Sommer rot verglommen, zu bannen in mein Wort. Für spätere Zeiten. Schon ist die Erde ganz von Farben leergefegt und schwerenhafte Träume streifen in den Weiten. Jetzt nur eine Strophe aus einem anderen Gedicht, aber die schon wegen der Bildkraft mir sehr imponiert und die bezieht sich auch auf den Blick auf die Jugend. Wir waren noch kaum behaart und schon entmannt. Wir hatten kaum gelebt und sollten schon erinnern. Und selbst Erinnerung sein, durchsichtig sich begegnen zwischen Licht und Dunkel. Wir waren kaum behaart und schon entmannt. Wolfgang Hilbig war ein Sportler. Er war sehr sportlich und hat auch in verschiedenen Disziplinen in Meuselwitz trainiert und auch Wettkämpfe ausgeführt, Boxen, Ringen, Turnen. Boxen. Dieses Gedicht heißt Fight. Meine Hände hängen schlaff herab. Ich bin müde vom Schlagen, aber ich schlage noch. Nach allen Seiten schlage ich auf eure Köpfe.
Ihr seid vielköpfig, ihr seid ein Monster. Ihr habt mich geschoren, getreten, gebrannt, geschlagen. Ich habe geschlagen, mich mit euch geschlagen, ihr euch mit mir, jeder gegen jeden, jeder für jeden, jeder für mich, ich gegen alle. Wir schlagen uns den ganzen Tag und Nächte, reißen uns wie Wölfe. Oh, weh, schlag mich nicht mehr. Und jetzt ein Gedicht, das heißt Selbstporträt von hinten. Und es ist aus seinem ersten Gedichtband, der nicht in der DDR erschien, dazu sage ich dann später noch etwas, aus dem Gedichtband Abwesenheit aus dem Jahr 1979. Da war er mithin 28 Jahre. Ja, und da erschien sein erster Band. Selbstporträt von hinten. Die Hand im Haar, so hockt er ruhlos am Tisch und ahnt nicht, dass die Herbstnacht die Luft an seinem Nacken dunkel färbt. Er sitzt auf dem Sprung, er sagt, ich bin solitär. Und müde bin ich mir selbst entflohen, so hockt er am Tisch, der Fremde, wenn ich allein im Zimmer bin. Man sieht nicht sein Gesicht, was wartet er gekrümmt zur Kralle, hart des blauen Hauchs, der ihn belebte, dem Mondeslicht, das schwächer in die kalten Haine drängt. Die Tage gingen schnell, glaubt er davon zu fahren auf dem Stuhl. Längst hält ein Herbst mit kaltem Haar sein hastiges Gebein verhangen. Er schwimmt in 100 Jahren Schlaf. Er ahnt nicht, dass er selber Herbst hätt. Vergangen ist, was er vergaß. Der Herbst steht Kopf, der Herbst verhöhnt ihn. Er merkt es nicht, er merkt nicht, dass sein Atemhecheln dem Atemlosen fehlt, der händeringend ruhlos durch die Haine rennt und der so oft ihn rief. Verkrallt hockt seine Hand im Haar, das nicht mehr mit ihm denken will, zum Schreien seltsam trüben draußen die Sterne die Nacht ein. Nur ein Gedanke. Also veröffentlicht ist dieses Gedicht 1979, vielleicht ein paar Jahre vorher geschrieben. Er war 25, 26, 27. Ein Selbstporträt eines so müden Menschen. Dieter. Ich habe Kashi, wir haben ihn Kashi genannt. Ich bin nun zufällig in demselben Ort geboren bzw. groß geworden wie Wolfgang Hilbig. Und Kashi kommt von Kasimirsch. Sein Großvater hieß einfach Kasimir, auf Polnisch sagt immer Kasimirsch. Und der Spitzname vom Großvater war Kashi, hat er eigentlich den auch gleich gekriegt. Ne? War da nicht so sprachgewandt in der Gegend. Ne? Und wir nannten ihn alle so und ich erinnere mich, wenn ich immer mal zu ihm kam, war dieses so ein schwarzes Schild mit eingravierten Buchstaben, da stand dann Kasimir, ne? Mit Z übrigens, das ist ja die polnische Variante. Und das war, ich lernte ihn kennen im Lindenhof in Meuselwitz, mir hat jemand ihn vorgestellt und Meuselwitz ist ja wirklich kein großer Ort gewesen und ich habe mir gedacht, Mensch, den hättest du eigentlich schon viel früher kennenlernen müssen, aber dem war eben nicht so. Ne? Und wir haben uns recht schnell befreundet und er hat mich auch so, was das Schreiben betrifft, inspiriert. Und ich habe ja gesehen, der schreibt schon 20 Jahre, hatte noch nichts publiziert bis dahin. Ne? Dann habe ich mir gedacht, das wartest du jetzt hier nicht. Ne? Und dann habe ich gesagt, da singst du das Zeug, was du da schreibst. Ne? Da kannst du das heute schreiben, musst du natürlich noch ein bisschen üben und dann kannst du es vortragen. Das geht schneller. Brauchen wir keine 20 Jahre. Und so bin ich dann dazu gekommen, mich auf die Bühne zu setzen. Eine Bemerkung noch zu dieser Nachkriegszeit. Ich bin ja dann noch 15 Jahre später geboren. Die haben da noch Probehängen gemacht als Kinder. Also so in 50er Jahren. Und zwar ging das, also das hat mir ein Freund von ihm erzählt. Also das ist ja so verrückt, die Eltern machen das im blutigen Ernst und die Kinder spielen das dann nochmal nach.
führen es dann meistens nicht ganz bis zu Ende. Ne? Und die haben das wirklich so, die haben erst als der Röchelte, haben sie den runtergenommen. Das hat mir einer mal erzählt. Und diese Zeit, dass dieser Nachhall so eines gewaltigen Krieges, das als Kind versucht man zu begreifen. Und die Eltern erzählen einen ja natürlich nicht, so die Alten. Oder man erfährt das, was man wissen will, nicht unbedingt. Und da muss man es selbst ausprobieren. Ein Abschiedslied. Wolfgang Helbig ist ja immer mal von Neuspitz weg. Man hat es dort auf Dauer auch nicht ausgehalten. Und ich habe das ähnlich erlebt. Mein Fuß drückt in die Erde tiefe Spuren. Die letzten Wunden sind noch nicht vernarrt. Ich habe Angst, als hätte ich was verloren. Der Boden unter mir macht mich nicht stark. Wir haben ja dieses Porträt von Wolfgang Helbig überschrieben mit Bruder der Nacht. In diesem Begriff findet sich vieles. Einmal seine Nachtexistenz als Heizer, aber auch seine Beziehung zur Romantik, für die ja die Nacht auch eine ganz wichtige literarische Metapher darstellt. Und deswegen diese Bezeichnung. Wir werden auch in anderen Texten hören, viele seiner Texte spielen in der Nacht, gehen in die Nacht hinein. Er hat, wenn ich das erzählt habe, diese Schmöker geschrieben als Schüler, die aber literarisch völlig unerheblich sind. Er hat später alle Texte bis 1965, bis zu seinem 24. Lebensjahr, vernichtet. Also das, was... Ja, ich kannte immer den Begriff, wusste aber nie genau, was das ist. Ein sogenanntes Auto-da-Fé veranstaltet, also tatsächlich eine Verbrennung eines Werkteils, den der Künstler nicht mehr akzeptiert. Und dann diese Tatsache, dass er das verbrannt hat, zeigt natürlich auch, dass er einen literarischen Anspruch besaß, auch gegen sich selbst, und gesagt hat,
Diese Texte genügen dem nicht. Also er wuchs zum Dichter, ohne ein einziges Buch vorweisen zu können. Die erste Veröffentlichung eines selbstständigen Buches geschah dann im Fischer Verlag 1979. Hatte ich ja dieses Selbstporträt vorgelesen. Da haben Freunde ihm geholfen, dass diese Texte nach Frankfurt am Main kamen und dem Fischer Verlag vorgelegt wurden. Das hat dann auch zu genug Schikanen für Helbig in der DDR geführt, denn das haben die DDR nicht gern gesehen, dass Texte ihrer Autoren in Westdeutschland erscheinen, klar. Aber das hat ihn nicht abgeschreckt. Du hast da auch erzählt, Dieter, dass er euch auch immer gesagt hat, ja, mein erstes Buch kommt und kommt. Und das hat er ganz stolz erzählt. Ne? Ja, wir haben ihn natürlich, wenn wir ihn getroffen haben, immer gefragt, Kashi, wann kommt's denn? Also es war ja nun, hat er uns das ja erzählt, dass da im Fischer Verlag was erscheinen soll. Und ja, da hat er gesagt, ja, das wird schön noch werden. Also wir waren genauso gespannt drauf wie er selber. Und dann, das war nun, das charakterisiert auch ein bisschen die DDR, für den, der das noch weiß oder sich darüber auch kundig gemacht hat. Dann hat die DDR natürlich das Gefühl gehabt, ja, jetzt müssen wir auch, denn er ist ja einer von uns, ne, so eine dümmen Sprüche. Und dann erschien auch in der DDR dann doch ein Band, 1983, vier Jahre später, im Reclam Verlag, Stimme, Stimme. Das sollte eine eigene neue Reihe werden, deswegen auch dieser Grauton. Es hat dann nie einen Nachfolger gegeben, ein Nachfolgeband. Es war auch, blieb auch, 83, die DDR gab es ja dann immer noch sechs Jahre, es blieb auch das einzige Buch von Wolfgang Helbig, was da erschien. Aber immerhin, auch damit hatte er den Erscheinungsort, in dem Falle sogar Leipzig. So, und aus diesem Band lese ich jetzt auch noch mal. Ach so, naja, natürlich kann ich auch sagen, da freut man sich dann doch. Das ist eine Widmung von ihm. Ja, die hat er mir dann 94 gegeben. Ja. Aus dem Band Stimme, Stimme, Gedichte und Prosa, gleich das erste Gedicht, das da heißt Bitte. Ein Gedicht aus dem Jahr 1966. Ich sage dann immer dazu, ja, war er 25 Jahre. Lasst mich ein wenig noch sterben. Lasst mich auf dem Stuhl sitzen, senken in den Nacken den Kopf, den Mund, die Augen steil öffnen, schlaff die Arme hängen lassen, in die Augen mir fallen, lassen das Licht der Lampe dann auslöschen. Lasst mich einen Augenblick noch sterben, schnell bevor ihr ewiges Leben endlose Helle auf der Welt weckt, einen winzigen Augenblick noch. Lasst mich sterben, ach gönnt mir, dass ich nichts vergess. Und jetzt ein Gedicht, das heißt Träum dir, und das ist vielleicht ein verkapptes Liebesgedicht. Wir hatten neulich, als wir unseren Helbig-Tag machten zu seinem 80. Geburtstag in Leipzig, eine wunderschöne Veranstaltung, die nachmittags um drei begann und bis in die Nacht hinein führte. Uns auch im Gespräch mit anderen Lyrikern, Katja Lange-Müller, Nancy Hünger, die Frage gestellt, hat er denn überhaupt Liebesgedichte geschrieben? Nicht so einfach zu beantworten, manche Gedichte kann man so deuten, aber das war nicht seine Hauptdisziplin. Träum dir, träum den Traum, dass der Herbst bleibt und drinnen meine Hand, mein Mund voller Herbst, dass der Sand nichts sagt, dass es nicht geregnet hat. Aber träum nicht den Traum, dass ich dich nehme. Träum von meinem Mund, meiner Hand, so schwer wie ein Schatten in deinem Schoß. Träum von einem Dach, da unsere Schultern ein Dunkel niederduckt und Schwärze träum dir in die redende Nässe des Sandes. Kurze Zeit nur träum von dieser Herbstliebe. Meine Liebe ist wie Luft, die der Wind trägt mit Blättern. Erste Astern.
Die erste Vase voller Astern im August, das Tischtuch nässend fand ich auf dem Flur, ihr abgerissenes Rot roch noch nach Regen. Ihr leichtes Lila machte mir bewusst, wie Abend riecht an aufgeweichten Wegen. Der Regen klopfte laut wie eine Uhr. Ach, nie erfahr ich, was ich stets entbehrte. Der erste Regen riecht bedeutungsvoll nach Erde. Als wüchsen sie an leicht verrufenen Orten, wo schweigend wuchert kaum betretener Gärten, nur mühsam Ungesagtes zu erhärten, so drängen erste Astern mich zu Worten. Ein dunkles Zimmer. Ein dunkles Zimmer, in das du mich führtest, flüsternd und atmend, dass uns keiner höre. Draußen im Hof indes dröhnte die stumme Nacht schwarz. In einer schweren Linde, die Blätter wie sterbend, neigte sie fast zu Boden im Wind, und Wolken warfen sich hin unter den Sternen. Herbst, und es huschten jäh sekundenlange bleiche Blitze des Mondes matt übers Bett und uns atemlos. In diesem dunklen Zimmer und sanft gerann der weiche Duft deiner Lenden. Ja, Wolfgang Helbig hätte ja in der DDR also der große Star werden können. Er war Arbeiter. Wer ist mehr? Aber so hatten sie sich die Literatur eines Arbeiters nicht vorgestellt. Er war auch in einem Literaturzirkel in Leipzig. Dort ist er hindelegiert worden und nach einem Jahr hat man im gegenseitigen Einvernehmen die Teilnahme aufgehoben. Die konnten mit den Gedichten nichts anfangen und er konnte mit denen reden, über seine Gedichte auch nichts anfangen. Er war eben das, hat man hier auch ein bisschen gehört, nicht nur der Romantiker, auch ein bisschen dieser Symbolist. Also das ist schon, da hat er schon eine Verbindung zu der großen deutschen Literaturtradition. Irgendwann musste dann mal die Frage gestellt werden in einem Interview, da habe ich das her und das lese ich Ihnen jetzt auch vor, wie er zum Schreiben kam. Ach, vielleicht noch mal zu dem Arbeiterschriftsteller. Er hat selbst immer, wenn man ihm das gesagt hat, Sie sind doch Arbeiterschriftsteller, hat er gesagt, nein. Ich bin Arbeiter und ich bin Schriftsteller. Aber das ist nicht, kann man nicht zusammenziehen in Arbeiterschriftsteller, das bin ich nicht. Ich bin Arbeiter und ich bin Schriftsteller, richtig. Also das hat er dann auch, daraus hat er dann später auch oft in den Romanen, beispielsweise in dem großen Roman Ich, eine Figur gemacht, die hieß dann C. A für Arbeiter, B für Schriftsteller und für C das, was er eigentlich ist. Also das war für ihn so eine Ableitung dieser Abkürzung. Also wie kam er zum Schreiben? Frage, wie fing das damals an in Meuselwitz im Braunkohlengebiet? Wie kamen Sie dort mit Literatur überhaupt in Berührung? Helbig, das frage ich mich auch immer. Ich bin überhaupt nicht erzogen worden in meiner sogenannten Familie, in den Bruchstücken von Familie, in denen ich aufgewachsen bin. Außerdem war ich von früh bis abends allein in der Wohnung. Mir hat nie jemand gesagt, was ich werden soll, was ich werden kann. Ich kann es mir nur so erklären, wenn einer ohne den geringsten Anhaltspunkt aufwächst, dann wird er automatisch Schriftsteller. Dann hilft nur noch Artikulation. Das Schreiben war auf jeden Fall ein fast körperliches Bedürfnis. Ich habe zuerst mit einem Freund Fortsetzungsromane geschrieben, Western- oder Seeräubergeschichten, die unter den Schülern reißenden Absatz gefunden haben. Immer irgendwann habe ich mir dann gesagt, das andere interessiert mich mehr. Aber das war natürlich auch bloß wieder Imitation. Aufs Gedichteschreiben bin ich gekommen, weil ich versucht habe, romantische Prosa zu imitieren. Und in diese Prosa sind ja immer Gedichte eingebettet. Das habe ich versucht nachzumachen und dann blieben die Gedichte übrig. Dieser Satz, da war auch jetzt eine Reaktion darauf,
will ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Wenn einer ohne den geringsten Anhaltspunkt aufwächst, dann wird er automatisch Dichter oder automatisch Schriftsteller. Und das ist ein Satz, der ist vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen. Ich deute ihn mir so, dass natürlich dann, in dem Moment, wenn man ohne Anhaltspunkt aufwächst, ohne Erwartungen, ohne Wünsche, ohne Vater gab es nicht, ohne den Blick zurück, ohne den Blick voraus, höhere Schule gab es nicht. Wenn man das alles nicht hat, dann wird die Frage, wer bin ich, woher komme ich, wohin will ich, ganz, ganz elementar wichtig. Und das ist vielleicht genau das, wo man Schriftsteller wird, wo man sich diese Fragen vorlegt. Wer bin ich, woher komme ich, wohin will ich? Also das ist, glaube ich, etwas sehr Einleuchtendes. Die Frage, war Wolfgang Hilbig ein DDR-Schriftsteller oder war er es nicht, die hat er für sich so beantwortet. Ich habe eigentlich noch nie, und ich zitiere ihn hier wieder, über das Staatsgebilde DDR geschrieben, sondern eigentlich immer versucht, über einen landschaftlichen oder einen Zustand der Menschen zu schreiben. Und der existiert ja eigentlich weiter. Obwohl es vielleicht großspurig klingt, muss ich zugeben, dass ich mich einfach als Schriftsteller begriffen habe und gar nicht diese Eingrenzung DDR-Schriftsteller wollte. Ich halte auch die Bezeichnung deutscher Autor für eine Einengung. Ich glaube, der Schriftsteller ist etwas Internationales. Also wie gesagt, er hat auch später, also die DDR in keiner Weise verleugnet, aber er hat auch die DDR nicht verteidigt. Er war in dem Sinne nie ein politischer Autor. Das hat er auch gar nicht gewollt. Er war ein Dichter. Er hat dann natürlich erleben müssen, dass seine Bücher, seine Manuskripte nicht zu Büchern wurden und hat das natürlich auch als Zensur begriffen und hat dann sich das nicht bieten lassen. Also so wortkarg und so still und so introvertiert er in jedem Fall war, das hat er sich nicht bieten lassen. Und er hat dann in einen Brief an den stellvertretenden Kulturminister Klaus Höpke, der für Druckerlaubnissachen zuständig war, einen Brief geschrieben und daraus auch ein Zitat. In einem früheren Brief forderte ich Sie auf, zu bedenken, dass, was ich schreibe, Ergebnisse meiner literarischen Tätigkeit in der DDR sein müssen. Ich unterließ leider zu konkretisieren, dass das bedeutet, dass niemand in diesem Land das Recht hat, mein Werk auf Fremdbestimmung hin zu kontrollieren. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ich einer Generation angehöre, die sich nicht mehr zensieren lässt, aus logischen Gründen. Denn diese Generation hat bisher nirgends als in der DDR existiert. Und dass dies eine Weigerung, mich einer Zensur, gleich in welcher Form, zu unterziehen, zur Folge hat, die ein logisches Ergebnis meines Lebens und meiner Arbeit in der DDR ist. Stattdessen aber ist diese Zensur ungehindert und in einem Dunkel fern von Legalität in Kraft. Ich sage das nur und zitiere das nur, weil das sehr, sehr deutliche Worte sind. Er hat auch also für sich als Schriftsteller gekämpft. Er hat nicht darauf gewartet, dass er wach geküsst wird oder dass es klingelt und sagt, Herr Hilbig, wir würden gerne ein Buch mit Ihnen machen. Nein, er hat dafür auch gekämpft. Genauso wenig wie er ein Verteidiger der DDR war, war er ein Verteidiger Westdeutschlands. Das gehört dann auch dazu, so wie er sich als Dichter sieht. Er hat 1997 den Lessing-Preis des Landes Sachsen bekommen, in Kamenz, 97. Und da hat er in einer Rede vor dem damaligen Ministerpräsidenten, wie hieß er doch gleich, Kurt Biedenkopf, hat er von dem Ministerpräsidenten gesagt, die Wiedervereinigung vergleiche ich mit einer kolonialistischen Unzucht mit Abhängigen. Wie ich gehört habe, hat ihn Biedenkopf später vorgeladen. Und da haben die sich dann nochmal ausgesprochen. Naja, ich meine, wie dieses Gespräch nun ausging, weiß ich nicht, aber das hat er sich nicht bieten lassen, der Biedenkopf.
Also der in der DDR verfemte Autor war dann ab 1985 mit einem, das war für ihn wichtig, er ist im Grunde nicht ausgereist, sondern er hat sich ein Visum ausstellen lassen für die Möglichkeit, nach Westdeutschland zu fahren und wieder zurückzukommen. Also seit 85 lebte er dann auch zeitweise in der Bundesrepublik. Er war eine zerrissene Ost-West-Existenz. Und ich meine, jetzt hier habe ich ein Zitat, da hat er sich auch sehr deutlich über die DDR ausgelassen und hat Folgendes geschrieben. Also er war dann auch schon natürlich voller Zorn. Dieses Land, triefend vor Schwachsinn, verkrüppelt vor Alter, zermürbt und verheizt von Verschleiß und übel riechend wie eine Mistgrube. Das ist jetzt nicht Originaltext Hilbig, sondern das ist sein alter Ego, die Figur im Provisorium, in dem Roman Das Provisorium. Da sagt die das. Ja. Und über den Osten hat er dann nochmal gesagt, ich, meine ganze Welt, in der ich lebe, zerschlüge ich am liebsten so, dass sie sich nimmermehr erhebe. Und dann baute ich eine neue hier. Doch, ich habe Durst. Ich will lieber ein Bier. Also er war schon deutlich in den Worten, aber natürlich auch immer als Dichter und in sein Leben hat natürlich diese deutsche Teilung hineingespielt. Und jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt, dass wir nochmal Wolfgang Hilbigs Stimme hören aus einer Sendung, die ich mit ihm gemacht habe zu seinem Roman Das Provisorium, also im Lesecafé aus einer großen Sendung. Bitte. Ja, also ein Schriftsteller, ein Mensch, der am Schreibtisch sitzt und seine Gedanken aus dem Kopf in ein Buch transportiert, ja. Das hat den merkwürdigen Effekt, dass man kaum noch Gedanken hat, wenn das Buch fertig ist. Ja, und man wird auch zu Büchern dann immer weiter gefragt. Und es fällt einem eigentlich nicht mehr ein. Ja. Ich daran liegt es. Ja. Wie weit wir in unserem Gespräch heute kommen. Ich dachte, Sie spielen auch etwas anderes an. Es ist ja auch heikel, denn für Sie, Wolfgang Hilbig, ist es ja nicht ungewöhnlich, dass Sie Lebensstoff, biografischen Stoff, auch zum Erzählstoff machen. Und der aktuelle Spiegel, die Zeitschrift Der Spiegel in dieser Woche, steht da schon im Untertitel, Wolfgang Hilbig plündert, heißt es dort, dieses Wort wird benutzt, plündert. Und im Text heißt es sogar noch später, opfert seine Biografie in seinem neuen Roman. Er schildert ein trostloses Säuferleben. Erschreckt man, wenn man das liest? Ich glaube, ganz trostlos war es einfach nicht. Ja. Sonst wäre es kein Säuferleben gewesen, glaube ich. Ja, also, ich werde Ihnen eine Geschichte, vorher hören wir aber nochmal Musik, eine Geschichte lesen, die ja vielleicht den Hintergrund hat auch des Trinkens. Und sie ist auch entstanden in einem Jahr, in dem er sich selbst in eine Entziehungsklinik eingeliefert hat. Gut, das machen wir aber dann. Dieter. Naja, wenn wir uns getroffen haben, da haben wir uns über die einfachen Dinge im Leben verständigen müssen. Wo ist die nächste Kneipe? Und wir haben uns oft bei Feiern getroffen und wir hatten solche hübschen kleinen Kunstevents, also irgendwelche Gaststätten erobert und haben dort Gedichte oder Lieder aufgeführt. Oder mal hatten wir in Machern die Pyramide in der Mache. Da wurde da ein Kunstevent gemacht. Einer ist hochgeklettert, der ist dann ganz schwer wieder runtergekommen. Die 6 oder 8 Meter, die hoch ist. Und komischerweise hatte ja die Texte, die wir heute hören, die hat er damals ja schon geschrieben. Er hat sich da nicht so richtig beteiligt, obwohl gefallen hat sie ihm schon. Ne? Und das hieß damals immer, Dieter nimmt die Gitarre mit. Na gut, heute ist es Bandonium, aber das war immer schön. Also wenn die Feten waren, dann habe ich immer die Gitarre mitgenommen. Und da haben wir uns dann schön angebracht. Jetzt kommt ein Winterlied. Musik.
offen die Türen. Wenn wir jetzt schlafen gehen, ich habe nichts zu verlieren, denn er wäre nur künstlich verliehen. Diese kleine Anspielung, die ich gemacht habe auf seine persönliche Situation in diesem Jahr, das war das Jahr 1987, die können wir getrost vergessen. Alle Texte von Wolfgang Hilbig benutzen als Stoff sein Leben. In allen Texten ist der Ort, über den erzählt wird, Meuselwitz. Und doch ist es nicht nur Meuselwitz, es ist genauso die Oberfläche des Mondes, es ist genauso ein Tagebau, es ist genauso ein Aschehaufen. Das ist eben dann die Dichtung, in der diese konkreten Stoffe in ein Gleichnis, in ein Symbol, in eine poetische Sprache gehoben werden. Und das ist hier auch so. Wenn Sie jetzt einen ganz kleinen Hinweis für vielleicht die Stimmung des Ohres haben wollen, dann sage ich, vielleicht hat dieser Text etwas zu tun mit dem süßen Brei. Ein Stück Romantik. Die Flaschen im Keller. Die Erinnerungen gehen durch alte Zimmer, in denen die Möbel mehrerer Generationen einander berühren. Niemals wurden Dinge weggeworfen, nichts wurde erneuert, nichts auch schien durch Verschleiß wirklich unbrauchbar zu werden. Die alten Gerätschaften, die zwei Kriege überstanden hatten, hielten und hielten. Keine der Generationen gewann die Oberhand und ich akzeptierte schließlich, dass ich nicht zu ihnen zählte. Ein wahres Übel aber stellten die Flaschen im Keller dar. Es waren Flaschen über Flaschen. Wenn man die lichtlosen Kellerräume unvorbereitet betrat, stieß man gleich hinter dem Eingang auf eine pyramidenartig aufgeworfenen Hügel, der erstaunlicherweise aus Erde oder Schlamm geformt schien. Streifte man jedoch zufällig daran, sanken dicke Staubschichten zu Boden und es wurde ein unheimlich trüber, dunkelgrüner Glitzer sichtbar. Die Pyramide war ein mit höchster Sorgfalt errichteter Stapel leerer Weinflaschen, fast bis auf Kopfhöhe reichend, der sich im Lauf der Jahre mit dicken Lagen von Kohlen- und Kartoffelstaub bedeckt hatte, die von geschwärzten Spinnweben am Abgleiten gehindert wurden. Und plötzlich tauchten im Halbdunkel des Kellers noch mehr Flaschen auf. Plötzlich, wenn man hinzusehen wagte, waren da noch viel mehr Flaschen. Noch weitere solcher Pyramiden waren begonnen worden, aber gescheitert. Sie wurden wieder in sich zusammengebrochen. Dunkelgrünes Glas hatte sich unter die Regale ergossen. Die Regale selber, vollgestellt mit Flaschen, schienen von gläsernen Wogen emporgeschwemmt und bald in schiefer, instabiler Haltung auf einer glasig gefrorenen Flut erstarrt, die zuvor mit schrillem Singen bis in jeden Winkel geströmt war. Tische und Stühle im Keller, voll besetzt mit Flaschen. Sie schienen gewichtslos in einer Brandung zu driften, die sich in einem unerklärlichen Augenblick zu einem gläsernen Meerarm verwandelt hatte. Bis auf den Grund bestehend aus wohlgeformten, aber totgeborenen und völlig verschmutzten Flaschen. Die Flaschen waren leer. Es war, als habe sich wirklich eine See von Flüssigkeit aus ihren Hälsen verflüchtigt. Verließ man aber den Keller,
fürchtete man, einer Unwirklichkeit erlegen zu sein und tatsächlich auf ein Meer zu treffen oder noch schlimmer, auf ein Meer, das in Form von vollen Flaschen unüberwindlich anrollte. Und die Flaschen troffen aus der durchbrochenen Schublade. Wenn man auf der Suche nach einem erlösenden Gegenstand, etwa nach einem Hammer oder anderem Werkzeug, eine der noch geschlossenen Schubladen öffnete, fand man dort ebenfalls Flaschen, die seltsam obszöne Reihen von Schichten bildeten. Sie lagen Hals an Bauch, Bauch an Hals und schienen in einer merkwürdig unflexiblen Weise miteinander zu kopulieren, die dennoch lüstern war und sie keineswegs zu ermüden schien. Und wirklich, es war, als ob ihren dauernden Vereinigungen sofort die Nachkommenschaft entspränge, die hinter den Tischen ins Jenseits nicht mehr betretbarer Winkel geglitten war, wo sich die Flaschen längst in Anarchie befanden und wo sich in wahllos versprengten Haufen türmten, als habe man Körbe voller Flaschen ausgeschüttet, aus Kopfhöhe und aus gebührender Entfernung, als habe man die anderen Flaschen begraben wollen, damit sie endlich unsichtbar würden. Doch die Flaschen ließen sich mit ihren eigenen Waffen nicht schlagen. Es existierten immer neue Flaschen, alte Flaschen, zerbrechliche Flaschen aus grünem und braunem Glas, die allesamt stumm waren, ihrem drohenden Schweigen verfallen unter dem Staub von Jahren, der sie wirksamer schützte und dämpfte als Watte. Der Gedanke an die Flaschen, an ihre offenbar uneingeschränkte Macht, an ihre unaufhaltsame Fortpflanzung, war die schrillste Stimme meiner schlaflosen Nächte. Es lag nicht nur daran, dass ich immerzu ihr unverhofftes Lautwerden, ihren gemeinsamen Aufschrei erwartete. Meine Gedanken waren derart von ihrem unschönen gläsernen Kreischen erfüllt, dass in meinem Kopf ebenso wie in dem Keller für keinen anderen Gegenstand mehr Platz war. Ich sann auf Flucht, weil ich unter dem unabweislichen Verdikt lebe sie eines Tages wegräumen, den Keller eines Tages von ihnen befreien musste. Das hieß, ich musste mich und meine Umgebung eines Tages von dem befreien, was zu einem schlichten Hauptgrund meines Daseins geworden war. Es zeichnete sich unfehlbar ab, dass ich, wenn ich aufgehört hatte, ein Kind zu sein, die einzige gebrauchstüchtige männliche Person im Haus sein würde. Es war ein göttliches Verdikt und tagtäglich war ich erleichtert, wenn ich feststellen durfte, dass ich noch Kind war. Aber die Zeit verging. In einer Woche, in zwei Wochen, im nächsten Winter oder im folgenden Frühjahr konnte es geschehen sein, dass ich erwachsen war. Ich bemerkte, dass selbst die Wirkung meiner Drohung verblasste. Die Flaschen existierten unbeeindruckt weiter unter den grausigen Zeichen an der Kellerdecke, unter den Umrissen der großen, knochenunterkreuzten Totenköpfe, die ich mit der rußenden Kerzenflamme in die Wölbungen gemalt hatte. Ich mache jetzt einen Sprung. Wichtig wäre vielleicht, also für mich, wenn ich diesen Text aufnehme, dass man spürt, die Flaschen stellen eine Macht dar. Das ist eine Art der Dichtung, die wir von Kafka kennen, wo Gegenstände über den Menschen Macht haben. Und das erleben wir hier auch bei Wolfgang Helbig. Einige wenige Flaschen waren gefüllt worden, und da es niemanden gab, der den Most trinken wollte, hatten sie die Jahre überdauert. Zuvorderst thronten sie oben auf dem ersten Regal des Kellers. Der ehemals dickflüssige, bräunliche Saft in ihnen hatte sich in eine feste, weiß schimmernde Materie verwandelt, in Kristall, in versteinerten Schimmel, der die Gummiverschlüsse abgesprengt hatte. Zentimeterweit war der Schimmel aus den Flaschenhälsen gestiegen. Diese Fortsätze, dem sinnlosen Stolz angemaßter Männlichkeit vergleichbar, die sich in der dumpfen Luft geschwärzt hatten, machten jene Flaschen einsam. Beweisnot ließ sie an dem Zeugungsfest zu ihren Füßen nicht teilhaben. So führten sie das Schattendasein abgesetzter Tribune, während unter ihnen im Weichbild ihres Territoriums Chaos und Revolte sich tummelten. Die desperate und
demoralisierende Freigeisterei der leerbäuchigen, noch nicht durch antialkoholische Flüssigkeiten verunreinigten Flaschen. Zuerst hatte mich die trostlose Versteinerung jener oberen entsetzt, später war es eine komplizierte Bindung an das Dasein der unteren Masse, die mich mehr und mehr beunruhigte. In den Nächten, in denen ich mich mit Hilfe des Inhalts neuer Flaschen in einen düsteren Halbschlaf zu zwingen suchte, begann mich plötzlich der Tatbestand der Leere dieser Flaschen, der auf vielfältige Weise durch mein Verschulden eingetreten und unaufhebbar geworden war, in Grauen zu versetzen. Ich hatte sie nicht gefüllt, die Flaschen. Ich hatte sie noch nicht beseitigt, im Gegenteil. Ich hatte ihre Übermacht durch immer mehr verräterische Randgruppen gestärkt. Ich war es, der die vollen Flaschen leerte, auf das ihre Anzahl wuchs, die ein immer wiederkehrender Grund zum Unfrieden war und dass ein unauflöslicher Kausalzusammenhang hergestellt wurde, je leerer die Flaschen wurden, je unauffüllbarer und je zahlreicher die geleerten Flaschen wurden, desto mehr neue, noch zu leerende Flaschen musste ich mir heranschaffen. Je mehr Flaschen ich zu leeren vermochte, umso heftiger wurde mein Verlangen danach. In meinem Körper war ein Fluch, der dem des Flaschendaseins selber glich. Denn eine Fülle in mir führte nicht etwa zum Überdruss, sondern riss immer gieriger verlangende Schlünde in mir auf. Ich wusste um einige Flaschen, voll von den mir widerwärtigsten Inhalten, Liköre oder übersüßte Rotweine, denen das Nachtschränkchen meiner altgewordenen Mutter zum Versteck diente. Dort in einem Winkel am Kopfende ihres Bettes, hinter einer scheußlich klickenden Schranktür, harrten sie irgendwelcher Gäste, die niemals auftauchten. Es gab äußerst erniedrigende Nächte, in denen ich mich in das Schlafzimmer meiner Mutter schlich, auf allen Vieren unter ihrer Bettkante entlang kroch, Zentimeter für Zentimeter, um möglichst lautlos an das Schränkchen zu gelangen. Ich öffnete es. Bei aller Behutsamkeit erzeugte ich dennoch ein metallisches Schnappen, bei dem meine Mutter ihr Schnarchen unterbrach und zu lauschen schien. Minutenlang wartete ich auf die Wiederkehr ihrer regelmäßigen Atemgeräusche. Meine Schweißtropfen, die zu Boden fielen, erschienen mir wie Detonationen. Dann entnahm ich dem Nachtschrank eine oder zwei Flaschen, ließ die Tür zuschnappen. Wieder wartete ich die ganze Zeit über flach auf dem Bauch liegend, um endlich mit der Beute aus der Kammer zu kriechen. Der Rückweg schien mir kaum zu bewältigen. Es war mir, als müsse ich über endlose Halden von leeren Flaschen kriechen, die nur aus dem Grund kein fürchterliches Knirren und Schwellen verursachten, weil über ihnen der Sumpf einiger Wagenfuhren zu Brei verfaulter Kartoffeln, versetzt mit Spinnengeweb und Ruß, sich abgelagert hatte, wie es unten im Keller der Fall war, wo es keinen Platz mehr gab für die Wintervorräte. Durch einen solchen Morast schien ich mich in derartigen Nächten zu schieben. Finsternis, Schweiß und Durst waren die Basis meines Daseins, das nun das eines Erwachsenen war. Und in diesem bäuchlings sich bewegenden Leben zitterten überschwere Flaschen in meinen Fäusten, die ich aus Schwäche kaum noch geräuschlos transportieren konnte. So bösartig und betäubend der Inhalt der gestohlenen Flaschen auch war, sie mussten noch in der gleichen Nacht als leere Flaschen im Keller verschwinden. Und dieser Weg hinunter, den ich mehr torkelte als ging, dieser Weg hinab auf die Ebene der Flaschen, war eine Heimsuchung für mich, die mich noch lange peinigte, bis mich endlich der Schlaf umlegte. Es war ein schwächlicher Schlaf, in dem mir alle Träume Übelkeit erregten. Wohl 100-mal sah ich mich in die Abortschüssel erbrechen. Ich sah mein Kräuterschnaps, bitteres Herz, meine sirupgefüllten Adern, meine kandierten Eingeweide aus mir herauspoltern, bis in mir nur noch staubschwarzer Kristall war, der in Flüssigkeiten aufgelöst werden musste. Trockenheiten verödeten meine Kehle, meine Magenwände brannten wie Wüstensand. Es gab kein Verlangen,
das in meinem Körper jedenmals gestillt worden wäre. In Wahrheit nämlich konnte ich mich nie erbrechen. Und es gab keinen Tropfen Alkohol, der in mir nicht am rechten Platz gewesen wäre. Was ich erbrechen wollte, war etwas anderes, etwas Imaginäres. Vielleicht war es ein Ozean, bis auf den Grund zu Glas erstarrt. Vielleicht war es eine Erde, die wie ein überreifer Apfel durch die Nacht stürzte. Oder ich wollte einen Schlaf erbrechen, der mir keine Befriedigung verschaffte, da er immer wieder enden musste. Jener Schlaf, der mich in den Nächten nicht zur Ruhe kommen ließ, wenn ich dürstend, halb schlafend, halb wach, dem Heulen der Flaschen im Keller lauschte. Die Flaschen im Keller. Ich habe vorhin ein bisschen tief gestapelt. Wir haben uns natürlich auch über Literatur unterhalten. Das war ja eine sehr künstlerisch-literarische Clique. Da gehört Tom Pohlmann als Lyriker dazu, Louis Nietzsche hat Gedichte geschrieben und unser damaliger Deutschlehrer Walter Stallinger hat dann, als er pensioniert wurde, angefangen, viele Bücher zu schreiben. Und der Meuselwitzer Literaturkanon war nicht so leicht zu bewältigen. Der fing an mit Robert Musil und der Mann ohne Eigenschaften. Und wer die Suche nach der verlorenen Zeit nicht durchgelesen hatte, ist da gar nicht aufgenommen worden in unserem Kreis. Ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen, aber es gab sowas, also Kafka gehörte natürlich auch dazu, die französische Moderne. Und ich wundere mich heute so ein bisschen drüber, dass wir ihn nicht ein bisschen mehr gelockt haben. Lies doch mal was von dir vor. Ne? Das haben wir komischerweise nicht gemacht. Wir sind ihm nicht auf den Nerv gegangen. Es war aber auch, wenn man so jung ist, man akzeptiert sich ja auch untereinander. Man tut nicht unbedingt das, was der andere vielleicht gar nicht mag. Und es wird über ihn halt erzählt, dass er so immer so viel geschwiegen hat. Das stimmt auch nicht so ganz. Also, und über Kunst hat er natürlich, also über Literatur hat er gegenüber Literaturwissenschaftlern, die wussten zu viel. Da hat er lieber wirklich den Mund gehalten, möglichst. Ne? Aber wir hatten ja damals von Kunst keine Ahnung mit 20 und 22. Er hat mir schon ein paar Sachen erzählt, da muss ich sagen, wenn ich das nicht gewusst hätte und nicht aus diesem Mund erfahren hätte, wer weiß, ob ich da je angefangen hätte, sowas zu machen. Da ist schon viel da gewesen und eine Geschichte möchte ich loswerden, als damals so darum ging, ja, dieses Buch bei Fischer zu publizieren. Die Gedichte mussten irgendwo da über die Grenze. Ne? So, da fragte mich dann, sag mal, kennst du nicht jemanden? Und dann Margret, seine Frau damals, die sagte, Gottes Willen, das musst du ja selber machen. Das kannst du nicht den Dieter hier unten. Kriegt der Schimpfen von seiner Frau. Also ich hätte auch gar keinen gekannt, der jetzt das Zeug schmuggelt. Also ich weiß nicht, wie er das dann nach dem Westen gekriegt hat. Es waren eigentlich alles so hübsche Begegnungen, so wie wirklich so zwischen Freunden. Und das war ist die diese schöne Erinnerung, die man dann hat. Und in der Beziehung bin ich froh, dass ich im Meuselwitz aufgewachsen bin. Ich singe jetzt noch ein Liebeslied. Und wenn man dazwischen die Zeilen oder die Gedichte sich anguckt, das sind mehr Liebesgedichte dabei, als man vermutet. Manche sind sowas von erotisch, man muss es natürlich schon sagen. Das mit den Rindern der Kosaren, der Weißdorn zum Beispiel. Ne? Wilde Gräser. Und ein Puppenwagen auf Rost gedreht.
Wir kommen jetzt in die letzte Abteilung unserer kleinen Hommage auf Wolfgang Hilbig und zu der gehören nochmal wieder Gedichte. Hier das Titelgedicht aus seinem Gedichtband Abwesenheit, der 1979 im Fischer Verlag sein erstes selbstständiges Buch wurde. Abwesenheit. Wie lange noch wird unsere Abwesenheit geduldet? Keiner bemerkt, wie schwarz wir angefüllt sind, wie wir in uns selbst verkrochen sind in unsere Schwärze. Nein, wir werden nicht vermisst. Wir haben stark zerbrochene Hände, steife Nacken, das ist der Stolz der Zerstörten. Und tote Dinge schauen auf uns, zu Tod gelangweilte Dinge. Es ist eine Zerstörung, wie sie nie gewesen ist. Und wir werden nicht vermisst. Unsere Worte sind gefrorene Fetzen und fallen in den geringen Schnee, wo Bäume stehen, prangend weiß im Reif, ja, und reif zum Zerbrechen. Alles das Letzte ist uns zerstört, unsere Hände zuletzt zerbrochen, unsere Worte zerbrochen. Komm doch, geh weg, bleib hier, eine restlos zerbrochene Sprache, einander vermengt und völlig egal in allem, und der wir nachlaufen und unserer Abwesenheit nachlaufen, so wie uns am Abend verjagte Hunde nachlaufen, mit kranken, unbegreiflichen Augen. Jetzt ein Gedicht, das heißt Monolog aus einigen Tagen meines Lebens, und das ist ein ganz ungewöhnliches Gedicht, eigentlich eines, was man gar nicht Wolfgang Hilbig zuordnen würde. Es ist fast ein satirisches Gedicht. Hören Sie bitte. Monolog aus einigen Tagen meines Lebens. Im Innern ruht der Wille, doch ein Ziel, das ist so weit und das Ziel heißt freier Leben. Das ist doch keine Kleinigkeit. Das zu erreichen, musst du lügen, reden wider den Augenschein. Lass dich dabei nicht unterkriegen, im Lügen musst du besser sein. Besser als die anderen, denn die anderen sind die Macht.
Als die Macht sie sich erkauften, haben sie auch nicht an dich gedacht. Nach der Freiheit stark zu streben, sei des Menschen stetes Tun. Denn die Freiheit lässt im Leben des Menschen Unglück schneller ruhen. Drum sprich auch mal für deine Zeit. Wirst zwar ein Gesinnungslump, doch Freiheit ist keine Kleinigkeit. Und wär's nur ein bisschen auf Pump. Blätter und Schatten. Nicht neu kann sein, was du beginnst, denn immer nimmst du, was dir längst gegeben und gibst es hin. Wie in der Liebe, da es mir gebricht an jeder Kenntnis. Rot, wie die Buchen Laub verstreuen, maßlos am Wegrand, wo ich schon sehr früher ging und kannte nicht den Weg und kenne ihn jetzt noch nicht und kenne nicht das Kind, des Schatten mir vorausläuft und weiß nichts von der Sonne, die ihr rotes Gold dem Blattwerk einbrennt und weiß nicht mehr den Herbst, der ernst in meinem Rücken ging und dem ich Schatten war, stets neu entworfener Schatten ungezählter Herbste. Und dieses noch, Berlin Sublunar. Die Zeit ist wieder eingekehrt in Berlin und die Hochstapler defilieren in der Oranienburger Straße, um Mitternacht gen Himmel deutend. Die Zeit ist Retour aus dem Exil. Die ganze Stadt in den Fesseln silbergrauer Magie. Der Vollmond rollt und wir die Marionetten seines Lichts, Unwirklichkeiten, die uns glänzend informieren. Wir und die Toten. Über Schattengräben wandelnd, wir sprechen uns ein letztes Mal. O, dieser stark leuchtende Staub zwischen den Investruinen und welcher April noch so kurz vor dem dritten Jahrtausend. Wir wollen nicht mehr weitererzählen, die grünen Wasser in den alten Häusern brennen langsam. Diese kleine Episode hätte ich schon am Anfang erzählen wollen, aber ich will sie jetzt am Schluss Ihnen sagen. Ich hatte ja mehrfach gesagt, wie groß der Drang in ihm war, Dichter zu werden. Er konnte sich das gar nicht aussuchen. Er musste Dichter werden. Und da hat er etwas unternommen, was ganz außergewöhnlich ist, im Jahr 1968, da war er also 27, hat er an die in der DDR herausgegebene Zeitschrift NDL, Neue Deutsche Literatur, einen Leserbrief geschrieben, und zwar mit folgendem Wortlaut. Darf ich Sie bitten, in einer Ihrer nächsten Nummern folgende Annonce zu bringen? Welcher deutschsprachige Verlag veröffentlicht meine Gedichte? Nur ernst gemeinte Zuschriften an W. Hilbig, 7404 Meuselwitz, Breitscheidstraße 19b. Ich bitte nach Abdruck der Anzeige, mir die Rechnung zuzuschicken. Er hat keine Antwort gekriegt, aber ist es auch das ein Zeichen, wie wichtig ihm das war? Heute wissen wir, Wolfgang Hilbig aus Meuselwitz hat Weltliteratur geschrieben. Ich lese jetzt am Schluss, für mich am Schluss, wir hören dann noch ein Lied, sein allerletztes Gedicht aus dem Jahr 2007. Er hat sich übrigens gewünscht, als er ist an Krebs gestorben und der Tod war absehbar, hat sich gewünscht, noch einmal ans Meer zu dürfen. Und diese Reise musste er dann auch schon im Rollstuhl machen. Und dann sind sie mit ihm nach Wustrow gefahren, an die Ostsee, dort wo Fischland, Dars beginnen. Und es gibt Fotos, deswegen wissen wir das. Und er ist nochmal auf diesen Steg, den es da gibt, geschoben worden und hat nochmal das Meer erlebt. Das letzte Gedicht heißt, als sie noch jung waren, die Winde.
Als sie noch jung waren, die Winde, war ich verworren und blind und taub für ihren Gesang. Jetzt, wenn ich das Land durchstreife und nicht mehr weiß, wo ich bin und nichts mehr wissen will in meinem Herzen, denke ich an die Winde, die alt geworden sind. Wir können jetzt natürlich fragen, warum singt der Keen Hilbig hier? Ne? Wir sind jetzt erst im September drauf gekommen, hat ein Freund gesagt, ja, das könnte man ja mal was vertonen. Und da habe ich mir das angeguckt, und die kann man gut vertonen. Also ich müsste dann aber üben. Das ist richtig anstrengend, hier auf dieses Instrument mit diesen vielen Knöpfen, sich das dann auch noch zu merken, ohne dass hier ein Notenpunkt steht. Aber vielleicht in 10 Jahren mal wieder, wenn das Instrument, wenn ich das noch halten kann, zum 90. Naja, ist ein Scherz. Aber ich denke, wir planen in nächster Zeit dann mal ein paar Sachen von ihm zu vertonen. Wie gesagt, das lässt sich richtig gut machen, die Sonette. Würde mich freuen. So, ich singe jetzt noch ein Lied über. Wir haben ja damals alle so ein bisschen längeres Haar getragen. Also so kurze Haarschnitte waren dann nicht so in zu meiner Zeit. Und ich bin da mit meinem Bruder immer da zu so einem Friseur gegangen worden. Da haben wir eine Mark 10 bekommen, das war damals nicht teurer. Oder 80 Pfennig oder so. Je nachdem, was man. Und mein Bruder und ich, wenn wir beiden dann dort waren und nach Hause kamen und die anderen Kinder im Wald schon Indianer spielten, waren wir beiden die Einzigen, die nicht mehr skalpiert werden mussten. Topschnitt, taubert. Im Sommer klebten meine Beine in Lederhosen am Stuhlgeflecht. Die Zeit war lang, eine lange Weile. Im Magazin die Fotos sahen aus wie echt. Taubert erzählte heute vom Wetter und dem Unfall, der vor 3 Wochen passiert. Eine schöne Frisur hatte der Baron von Seckendorf. Den habe ich früher auch mal bei Bier. Topschnitt, Taubert, zaubert Frisur. In 10 Minuten für 1,10 Mark. Einmal Fassung, saubere Schuhe, wählen Sie mich wieder auf Wiedersehen. Stumm barbiert er, die Schere schnippelt, das Radio brummt, ein Fußballspiel. Nacken rasiert, Koteletten geschnitten, er lächelt mir zu. Im Spiegelbild, die Manschette vom Hals, die Schleife entknotet, er schüttelt aus den weißen Kittel. Langsam schweben die Haare zu Boden, Ottel ruft, der nächste bitte, Topschnitt, Taubert, Taubert Frisur, in 10 Minuten für 1,10 Mark. Einmal Fassung, saubere Schuhe, wehren Sie mich wieder auf Wiedersehen. Spielte vor über 15 Jahren. Ich war das letzte Mal bei ihm. Aber immer wenn wir uns sehen, begrüßen wir uns. Er mich und ich ihn. Erinnert sich gern an alte Zeiten, dass er auf den Köpfen noch Ordnung schuf. Wegen der langen Haare ging er fast pleite. Ich trug 15 Jahre langes Haar.
Song, saubere Schuhe, beehren Sie mich wieder. Auf Wiedersehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Hamidler. Herzlichen Dank, Dieter Kalker. Ich denke, das war schon eine große Einladung, wieder hier sich zu lesen, wiederzulesen, wieder zu seinen Büchern zu greifen. Das lohnt auf jeden Fall. Siebenbändige Werkausgabe und auch andere schöne Sachen. Wir haben auch noch Schätze bei uns, die nicht mehr im Handel zu erstehen sind. Können Sie gerne bei uns ausleihen. Wir freuen uns auch, Sie wieder zur Veranstaltung begrüßen zu können. Wir haben ein breites Programm, das können Sie sich gerne noch mitnehmen auf dem Nachhauseweg. Und vielleicht spüren Sie ja, wenn Sie so rollen jetzt von Straßenbahn gehen, etwas vom Geruch der Bücher.